So. Ja gut, Holzwerkzeuge kommen jetzt super viele rein. Jetzt war auch ordentlich Eisenwerkzeuge gemacht werden. So, du hast keinen Waffenrock mehr, der ist jetzt hier drin. Gut. Jetzt könnte ich wieder 5 weitere eintauschen. Aber wir können noch ein bisschen warten, bis es mehr werden. So, damit müsste jetzt alles vernetzt sein, bis auf die beiden Gebäude. Das heißt, mein Bauarbeiter hat zu tun. Alle haben zu tun. Bis auf ein paar Träger, die darauf warten. Yay, Werkzeugschmied. Füll mal seinen Bestand so auf 15 auf und dann kannst du wieder Waffen und Schwerter schmieden. Also Schwerter und Rüstungen schmieden. Direkt vor dem Tempel wurde ein Stück Straße gebaut. Yay. Ja, das mit den Holzwerkzeugen geht dann doch ein bisschen schneller als gedacht. Bis jetzt habe ich 4 Waffenröcke. Ich brauche also noch 11. Also 33 Holzwerkzeuge ungefähr. Oh, wie sieht's hier unten aus? Alles gut. Stein, alle läuft auch alles schön rund. Ja, ich kann gerade zufrieden mit meiner Siedlung sein. Mit meinen Siedlungen. Wenn man das hier und das hier in zwei verschiedene unterteilt, weil beide verschiedene Vorratslager haben. Also hier natürlich unser Hauptlager, hier das Vorratslager, aber so, ja, jetzt aber mal wieder speichern. Auch wenn gerade nichts passiert ist zurzeit. Naja, bei den Mayas kann man nie vorsichtig genug sein. So, dann können wir mit den Iglu tauschen. Colt wird jetzt hier eingelagert. Sehr schön. Okay, ich werde jetzt mal anfangen mit Soldaten. Soll ich schon anfangen mit Soldaten? Ja. Wobei, gib mir mal nicht falsche Übersicht. Die da wollte ich. Frauen habe ich 10 Stück. Das heißt, ich kann jeweils immer 10 Kinder auf einmal machen. Gut, dann machen wir das auch. So, kommt auch mal wieder Nahrung weg. Das waren 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. Und 10. Okay, wir haben genug Schuhe. Ja, wie? Ja. Das heißt, wir brauchen wieder einen Jäger. Nahrung, Bier, Geschirr. Überall hübsche Herzchen. Nicht mehr lang, dann haben wir die Holzwerkzeuge, die wir brauchen. Dann lassen wir ihn ruhig weiter Holzwerkzeuge produzieren. Läuft ja alles eigentlich soweit gut. Außer, dass hier langsam das Holz alle geht. Aber zur Not ist hier noch Holz. Alles, also läuft alles ganz gut. Das war jetzt hoffentlich das letzte Kind. Ja. Oder? Ja, 10 starke Jungs, die langsam heranaltern. So, jetzt können Waffenröcke getauscht werden. Die beiden haben nämlich nichts zu tun, außer auf die Waffenröcke zu warten. Du bist erfahren und kannst trainiert werden. Dann machen wir das auch gleich mal. So. Du schleppst immer noch das eine Holzwerkzeug mit dir rum. Ja, das wäre mal wieder gut, wenn Holz von unten kommen würde. Und ich dachte gerade schon, du hast kein Eisenerz mehr, aber... Du bist komplett überfüllt in der Eisenspiele. Durch die totale Überproduktion mit dem Werk, dank den Werkzeugen. Du hast auch Eisenwerkzeug. Das Eisenwerkzeug tut, glaube ich, sogar dafür sorgen, dass man das Dreifache herstellt. Mal gucken. Oder wenigstens das Zweieinhalbfache. Mal gucken, ob wir jetzt auf 21 oder 22 hochgehen. 22, ja. Aber, oh, tatsächlich, jeder hat Eisenwerkzeug, ja? Ja. Die Waffenröcke werden abtransportiert hierher. Das heißt, unsere Bogenschützen können wir bald ausrüsten. Wir haben jetzt genug Gold für
40 brauchen wir für 10, 80 für 20. Ja, doch, für 25 Leute hätten wir Gold dort in der Kaserne. Und auch sonst haben wir noch sehr viel Gold rumliegen. Ja. So, da sind 4 Waffenröcke. Du kannst deinen Handelsvertrag nicht erfüllen, deswegen tauschst du jetzt Geschirr gegen Gold. So, der erste Erwachsene. Du kannst trainiert werden. Ja? Ja. Ja. Oh, Gabelbart. Jo. Ein Kind noch. Sigtrojuk. So, Bogenschützen. Oh, bevor wir jetzt die weiter ausrüsten, also erstmal dich hinschicken, machen wir gleich die nächste Truppe Kinder. Jawohl. Was dauert? Jawohl. Ja. So, jetzt können wir weiter machen. Also ich habe jetzt mindestens einen Bogenschützen, der kein Bier hat. So, mal gucken, welcher es ist. Du. Und du. Und die restlichen 3 haben Bier gut. So, Bogenschützen mit Bier ausrüsten, Kaserne verlassen, noch ein Bogenschütze, Bier ausrüsten, Kaserne verlassen, mit Bier ausrüsten, Kaserne verlassen, mit Bier ausrüsten, Kaserne verlassen. So, und damit sind unsere ersten Soldaten fertig. Unsere Kinder sind... fast alle da. Eins fehlt noch. Wenn das da ist, werden wir speichern und einen Cut machen. Guckt mal, wie viel Gold jetzt reinkommt, ey. Ja, gut. Das letzte Kind ist da. Ja. Das heißt, wir können jetzt erstmal speichern und dann sehen wir uns gleich wieder.